Huhu, und da sind wir wieder am Frontlager der 75. Legion. Frontlager. Hieß das nicht so? Ja. Verwirr mich doch nicht so. Mobbing. Nein, Mobbing nicht. So, muss ich jetzt hier runter, oder? Da oben ist noch eine Aufgabe, sehe ich gerade. Ich bin bestimmt falsch. Muss mal gucken, Natürlich wo bin du. ich falsch. Lass mal gucken, wo du hingeflogen bist. Na, bleib mal lieber da, ich bin falsch. Hier noch irgendwo weiter. Ach, hier ist das Terminal. Zerstörung total. Nee. Mensch, da war ich da schon vor 2 Folgen und habe mir das Ding angeguckt. Meine Fresse, hat die ein dämliches Gehirn. Das ist immer geil, wenn du das abgegeben hast und dann 3 Wochen später oder 2 Wochen später aufnimmst. Oh, hier eine neue Nee, Aufgabe. das, an dem Terminal stand ich vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen und habe überlegt, ob ich das schon mal gemacht habe. Und jetzt stehe ich wieder an dem Terminal. Alter, und das Ding ist, für die Zuschauer ist es ja nur ein paar Tage her. Für mich war es Dreiviertelstunde oder so. Das ist geil. Ah, wunderschön. Das Aber hatten wir. Hatten wir das? du kannst ja nicht mit ins Gespräch, ne? Du hast die Nee. ja. Major Afaria, die Piraten sind tot. Ich habe Nolles doch angewiesen, die Mission abzubrechen. Der Narr wusste noch nie, wann es genug ist. Ins Lager der Piraten einzudringen, war glatter Selbstmord. Wie habt ihr das geschafft? Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Ich bin froh, dass ihr für Nolles da reingegangen seid. Wir können uns keine toten Soldaten mehr leisten. Habt Dank. Und ich habe vergessen, das Spiel lauter zu machen. Ach Nein. Mensch. Ich kann aber mal über die Einstellungen. Dann wird das nachher wieder so laut. Ja, ich kann es ja danach wieder zurückdrehen. Ja, aber Sprache. dann stimmt das nicht mehr zum Sprache von mir. Ja, das tut's doch jetzt auch nicht. Ja, aber ich glaube, der nimmt das so auf. Nee, ach nee, stimmt, ja. Ach hier, Gesamtlautstärke 22. Ja, dann brauche ich mich ja nicht wundern. Alter, habe ich jetzt die ganze Zeit schon mit 22 aufgenommen? Auch die ganze Zeit davor? Ach du Scheiße. Nein, es tut mir leid. Eine ganze Woche mit leiser Quali. Ja, ich müsste Obwohl ich mal. habe ja, obwohl ich hab ja vorher alleine gespielt, sprich, ich kann das noch intern bei der Audiobearbeitung hochschrauben. Kann man tun, ja. Gott sei Dank. So, wir müssen zum Frontaußenposten Alpha-Gleit her. Ich fand die Folge so lustig, wo du dann plötzlich sagst: Nein, nein, nein. Ich erstmal so, was? Das ist die Stelle, wo ich mich mit Buddha in der Haare hatte. Habe ich gelegen vor Lachen. Hast du die Stelle auch erkannt? Ja. Oh, herrlich. Ich glaube, ich hatte dir geschrieben, ja, weil du gesagt hast, du kannst dich an Taris nicht mehr erinnern. Ah, ja. Ja, ich erinnere mich an dem Post. Wo müssen wir jetzt hin? Alpha-Gleiter, ja. Ja. Alpha, ja. Alpha, Alpha. Ach nee, manchmal, das sind so Sachen, da fängt man immer wieder an zu lachen. Werde doch diesen Streit nie vergessen. Nee. Ich habe keine Rechts-Links-Schwäche. Herrlich. Und ich hab's bis heute immer noch nicht gebacken bekommen. Was mit dem Rechts-Links? Na oh ja, mein Gott. Ich werde es, ob ich auch nie gebacken bekommen. Du hast ja noch ein paar Jahre Zeit. Wenigstens noch nicht Hopfen und Malz verloren. Naja, kritisch wird erst, wenn du dir den rechten oder den linken Sarg aussuchen musst. Ah. Du flitzt da schon wieder lang, ey. Was bin ich? Ich, das ist mein Banter. Naja, toll. Neidisch ich bin. Aber ich habe für meinen Botschafter jetzt auch endlich Aber mein Banter versinkt hier gerade im Boden, laut Grafik. Oder täuscht das? Nee, doch nicht, es hat getäuscht. Ach, wie heißen denn die anderen Viecher, diese Jabbel-Jabbel? Town-Town. Toontown?
Sag doch einfach Jabbel, Jabbel. Jabbel, jabbel. Dann weiß doch jeder, was gemeint ist. No. Wo geht es hin zum Töten? Die hast du? Enklavenüberfall, ja. Nee, ich meine Town Town. Ja, Das ist immer vom Thema abgekommen. die normalen, weißt du, von Hoth. Wann ist das Spiel gleich laut? Nicht für deine empfindlichen Ohren, wa? Nee, die fand ich vorher besser. Wer schießt denn da noch? Ach, ist schon kaputt. Da, Hier war Kiste. auch eine Kiste. Warte mal, ich nehme die mal schnell. Oh. Da hatte ich einen Knick in der Optik, hab die gar nicht gesehen. So, ich nehme gleich den hier vorne. Aber was die Kiste jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Mir hat sie eine Das Steine gezeigt. wir auch nicht. Dann machen wir halt eben nur mal so kaputt. Einfach weil wir es können. Und meine Ashara kämpft nicht. Ja, das hast du nur davon. Was legst du dir auch mit dem Heiler an? Genau. Falls ihr euch mal wundert, dass meine Skillleiste und alles hier weg ist, dann mache ich zwischendurch mal Thumbnails. Ja, die bringen überhaupt nichts. Guck mal, da ist was drinne. Ah. Ach. War das denn der anderen hoch? Bestimmt. Jo. Können die das nicht vorher sagen? Na komm, auf den Droiden drauf. Oh, ich werde mal den Droiden heilen, der ist ja schon fast tot. Was? Was ein Scheiß. Ich bin Arzt, das ist meine Aufgabe, ich muss den retten. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Nehmt ihr ja keinen Schaden da oder sägt das bloß wieder nicht? Nee, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch, so rum war's. Na, was habe ich gestern gelesen? Bist du auf Droge? Ja, nein, ich bin eine Blume. Und Blume war angekreuzt. Ashara, bitte kämpfen. Was? Ich habe mir gerade gewundert, was das war. Was war das denn? Wie war das? Ich bin eine Blume. Ja, voll die Stimmen hier, ey. Ist gut, dass ich einen Rock kann, aber mit meiner hier fällt das gleich durch. Das fand ich gerade echt ein bisschen psycho.
Denk dran, Ema muss sie mit. Bei Ema muss sie mit? Dein Gefährte mit angreifen. Ja, ich hab schon ihn losgeschickt. Kämpft hier schon irgendwo. Ja, ich sehe sie. Also ich habe letztens herzlichst über mich selber lachen können, wie so oft. Das war der 5.12. Ich dachte die ganze Zeit am 5.12., es wäre der 6.12. Und dann stecke ich so meinen Mitbewohner, schon so Nikolaus in den Schuhen. Oh nee. Geh natürlich außer Haus. Dann wird mir dann halt gesagt, dass ja heute der 5. ist und nicht der 6. Ich so, ach du Scheiße. Naja, hast du dich halt mal getäuscht, nicht so schlimm. Eine Stunde später war ich wieder darauf getrimmt, dass ja heute der 6. ist, also an dem Tag. Was mache ich? Schreibe ich erstmal meiner besten Freundin und gratuliere ihr zum Geburtstag. Oh nein. Und dann schreibt sie mir dann so bei WhatsApp, bei Facebook so, ich habe heute nicht Geburtstag. So, oh, stimmt ja, das war ja der 6. Obwohl sie ja eigentlich gar nicht am 6. Geburtstag hat, sondern eigentlich am 12.06. Und ich hatte dann irgendwann mal vor ein paar Jahren das Geburtsdatum durcheinander gehauen und hatte ihr halt im Dezember gratuliert. Ach, und seitdem, verheiratet. Genau. Und deswegen gratuliere ich jetzt halt immer am 6.12. und am 12.06. halt. Ja, gut. Das ist gut. Ja, ne? Das hat sich so über die Jahre halt so hinweg. Ich würde sagen, erst auf die Eliten drauf und dann auf den Streiterli. Dann nehme ich mal hier den Bergungsdruiden. Scheiße, zu denen kann ich gar nicht hüpfen. Los, komm her, komm hochgekrochen. Ja, kommt da höher? Der dreht bestimmt gleich um, oder? Ja, komm. Meine rennen schon mal los. Ach, dann muss ich halt hier runtergehen. Das ist nicht so eine Reichweite, wa? Nee. Sauber. Könnt ihr ja mal mitmachen, weil Schaden kriegst du ja nicht. Na, dann mach doch mit. Kann doch nicht schaden. Sauber. Level 33. 42 bis 45 kannst du, dann ist der nächste Flashpoint dran. Aber sieht man ja, wie schnell das geht. Warum kann ich denn hier, ey, ich kann hier nicht durchlaufen, weil hier ein Knochen hängt. Naja, das ist ja so ein Knochen. Das ist wie im richtigen Leben. Ja. Rennst du plötzlich beim Friedhof, bleibst du hängen an so einem Knochen. Und kann es auch nicht mehr weiterlaufen. Ist ja nicht so, dass der Knochen übelst schwer ist und sich nicht wegdrehen würde oder ähnliches. Aufregend. War das nicht mein Unterbrecher hier? Ah nee, das ist Wut. Was ist da mein... Ah, das hier. Oh, ich habe die ganze Zeit... Ja, gut. Wütend auf was andere gedrückt, ja? Ja. Guck mal hier. Hier leuchtet was. Ein Wissensobjekt. Oh, das hast du gesehen? Ne, ich hab bloß was leuchten sehen gerade. Das ist ja gemein. Wie kann man das da hinstellen? Ihr seid ja so gemein. Oh, ich hasse diesen Boden hier. Wieso? Das ist so schräge. Oh. So, dann gehe ich auf den Druiden.
Sauber. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch gleich auf den Streiter drauf. Yippie-i-o, du Drecksack. Hä, war hier nicht irgendwo noch eine Kiste, die da geleuchtet hatte? Achso, wir haben ja schon alle Artefakte. Hier nehmen wir gleich den Bergungsaufseher. Ja, immer drauf mit denen. Bevor der wegrennt. Nee, das geht so nicht. Der war doch gerade auf dem Weg zur Kaffeepause, im Frühstück oder so, wisst ihr? Ja. Mann, ist das ungewohnt, zum Gegner hinzulaufen. Ah, die Leute werden immer fauler. Die wollen schon ja nicht mehr hinlaufen. Ja, ich springe immer. Mit dem Arsch voran. Genau. In your face! Wer kämpft denn da hinten? Oder kämpft denn einer? Was? Oh, so Reichweite, geil. Kämpft einer? Wo denn? Hier schläft einer. Naja. Der gestern ah, die dem, da oben. Gestern auf den Planeten da, dem neuen, ihr habt. Hm, da war ich ist noch das, nicht. So, warum liegt denn hier mein Gefährt immer am Boden? Ist doch mal gestorben, ja. Oh, hat sich ausgeruht. Urlaubsreif. Ah. Ende des Jahres, wisst ihr. Ah. Hat ja auch keinen Bock mehr. Ja, warum nehmt ihr hier Schaden? Was soll der Scheiß? Wo sind deine, wie fährt denn wieder hin? Weiß ich nicht. Ah, die kämpfen weiter hinten. Außenseiter, Außenseiter. Haben wir jetzt alle? Ja. Wir müssen jetzt sabotieren. Sabotieren. Sabo? Ein Sabotier. Aber wie wir sabbeln, das wirst du dann in der nächsten Folge sehen. Und wir haben sogar noch eine Bonus hier. Genau, das und noch viel mehr ist dann halt morgen und so. Morgen. Tschüss. Ciao, ciao. Was, morgen? Morgen. 18.30 Uhr oder was? Hier bei Ihnen im TV. No. Okay, na dann. Ciao, ciao. Also um 9, ja? Nicht 18.30 Uhr. Nicht, dass es jetzt einer kloppen sollte. Tschüss.